Zurück hier auf meinen Kanal. Heute, wie gerade eben eingeblendet schon, das Feedback zur Must Fold Pro. Und dazu gehen wir jetzt einfach rüber auf den Sitzplatz, denn für mich ist noch ein sehr früher Morgen und ich brauche was zum Entspannen. Danke, LKW. Schön, dass du arbeitest. Aber die Sachen müssen hier werden. So. Straighter Blick. Hallo. Jetzt verpiss euch hier. Komm, schnell, schnell. Video noch mit einblenden. Einfach. Das hätte ich hier schon beschossen von unserem Airwick. Ich werde euch also hier ein kleines Feedback geben im Umgang mit der Must Fold Pro. Jetzt in dem Fall mein Umgang mit der Must Fold Pro. Ja. Also, was habe ich damit gestochen? Also, die Maschine ist wirklich gut, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich momentan bei mir in meiner Rangfolge die Mastlenzer ablösen kann, kommen wir gleich zu den Punkten. So, wir gehen das mal. Kommen wir mal in das positive Feedback. Das positive Feedback ist, sie kann wirklich sehr viel. Ja, also ich habe in der ganzen Zeit jetzt, auch wenn ihr die Videosequenzen seht, ich konnte leider nicht alles einblenden, was ich oder alles filmen, was ich gemacht habe, ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass sag ich mal, während des Tätowierens nur Aufnahmen entstehen können, wenn mein Spannmann keinen Tätowtermin hat oder gerade Puffer hat, ja, zwischen Tätowtermin und dann halt sagen kann, ja, ich filme mal eben ein bisschen dabei. Deshalb ist nicht ganz so viel Filmmaterial entstanden, weil ich halt, wie auch schon mal jemand geschrieben hatte, ob ich eventuell auch mal irgendwie bei einer Sitzung draufhalten kann. Ich bin kein Freund davon, mit so einer GoPro am Kopf irgendwie die ganze Zeit da rumzufummeln und dann ist nach einer anderthalb Stunde Akku leer und dann vergisst man das und dann hat man zu große Katze im Video und so. Das habe ich einfach versucht, das nervt mich. Ich möchte mich beim Tätowieren auf das konzentrieren, was meine Leidenschaft ist und das ist nun mal das Tätowieren. Ich will, dass das schön wird, das Endprodukt und nicht mehr Gedanken machen, was ist jetzt gleich mit der Kamera. So, das nur mal ganz kurz zum Thema. Also, ich blende jetzt gleich mal ein paar Sachen ein. Ich kann euch auch erzählen, was ich alles mit dieser Maschine gemacht habe. Ein paar Sachen werdet ihr auch sehen im Video. Fakt ist, ich habe mit fetten Lines gearbeitet. Meine fetteste Line, die ich benutzt habe, Liner war eine 14er Straight Round Liner. Also schon was ordentlich dickes, so für den Oldschool-Bereich. Ich hätte vielleicht nur eine 18er Round Shader da gehabt, aber ich glaube, die ist auch jetzt nicht so viel dicker als eine 14er Straight Round Liner. Ging problemlos rein. Natürlich habe ich das mit meiner Lieblingseinstellung gemacht, beziehungsweise mein Lieblingshub ist der 4,2 mm Hub, damit arbeite ich sehr, sehr gerne, weil ich halt auch viel fette und dünne Lines kombiniere, meine ganzen Tattoos. So, und ja, die 14er Straight und anderen ging problemlos rein. Ich habe Color Picking gemacht, auch mit 4,2 mm Hub problemlos. Dann habe ich schattiert mit 3 mm und 3,3 mm habe ich jeweils gewählt für sehr sanfte Schattierung, weil auch wunderbar funktioniert. Also ich sag mal so, vielleicht vom Technikablauf, so was die Maschine wirklich kann, top. Kann ich nichts zu sagen. Also wirklich, also ich meine, ich habe sie jetzt, ich weiß nicht, 14 Tage lang oder so grob getestet. Wirklich eine sehr tolle Maschine. Ja? Jetzt kommen wir aber zum Aber. Das große Aber verbirgt sich hinter diesem kleinen Akku. Ja? Also ich meine, ich finde die Funktion wirklich super. Aufstecken, fertig, zack und schon kannst du halt loslegen. Also nicht noch irgendwie was aufschrauben, Akku tauschen und so weiter. Das ist natürlich eine super Sache. Problem an der Sache ist einfach, dieser Akku hat halt nur 1500 mAh. Der von einer Must Lancer hat entweder 1800 oder 2000 mAh, gibt es ja zwei Versionen davon, die irgendwie im Umlauf sind. Und man spürt das schon beim Arbeiten. Also ich sag mal, bei einer längeren Sitzung, ja, ich meine, angegeben wurde der 1500 mAh Akku bei Dragonhawk, glaube ich, mit 5 bis 6 Arbeitsstunden, was ja auch, sag ich mal, schon lange ist. Aber in unserem Fall jetzt hier bei uns, wenn wir jemanden haben in der Tagessitzung, eine Tagessitzung geht bei uns 7 Stunden, ja, die wir anbieten, dann wird das ganze Ding schon eine knappe Kiste. Problem an der Sache ist, Dragonhawk bietet weiterhin keine Ersatzakkus an. Ich habe, glaube ich, in meinem Video, wo ich das Preview gemacht habe, schon darüber gequatscht, dass
Dragonhawk angekündigt hatte, dass die Maschine jetzt mit 2 Akkus erhältlich sein soll. Ich habe das Angebot bis jetzt nicht gefunden. In einem der Kommentare stand auch drin von einem Nutzer, dass es das wohl jetzt geben soll, dass man da irgendwie anklicken kann, ob man das mit 1 oder mit 2 Akkus die Maschine halt bestellen möchte. Ich habe diesen Punkt nirgends gefunden, sonst hätte ich mir die Maschine einfach nochmal bestellt mit 2 Akkus, dann hätte genug Akkus hier. Habe Dragonhawk darauf auch angeschrieben und Dragonhawk hat mir daraufhin, sag ich mal, geantwortet, dass das noch ein paar Tage dauert, bis die auch die Ersatzakkus online stellen. Sobald es die gibt, würde ich sagen, bin ich akkutechnisch wieder im Reinen mit der Maschine. Denn das Schöne ist natürlich, es hat einen USB-C-Anschluss. Man bekommt die Dinge halt relativ schnell wieder aufgeladen, innerhalb von 2 Stunden. Was vielleicht bei den Batterien von Lenzers nicht unbedingt so funktioniert. Ja, das ist auch der einzigste Kritikpunkt, der Akku. Ja, das ist da halt nur, wenn man so eine Maschine rausbringt, dass man dann sagt, ja, wir liefern einen dabei und ihr könnt keine Ersatzakkus damit bestellen. Das ist echt kacke. Ja, ansonsten wirklich eine Maschine, die wirklich gute Dienste leistet. Ich hoffe mal, ich habe so ein bisschen Videomaterial wirklich noch zusammentragen können, um euch ein bisschen was davon zu zeigen. Und dieses Video geht auch, weiß Gott, nicht lange, denn das ist es eigentlich schon. Also Maschine ist gut, sie löst, stand heute noch nicht meine Maslenz ab. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte, glaube ich, ein Video, was ich gepostet hatte mit, wie finde ich die passende Maschine für mich. Da habe ich auch noch ein paar andere Maschinen also eingeblendet. Hier die Mast Flash, die habe ich zum Verkauf angeboten. Das ist halt, die lag halt die ganze Zeit nur rum, hat sie rumliegen, in dem Moment ist sie kaputt. Die habe ich zum Verkauf angeboten, genauso gut meine Cheyenne Sol. Meine Cheyenne Sol Nova Unlimited, sowas, die 4.0er, die habe ich auch schon, verkauft, weil einfach ich gemerkt habe, das ist meine Maschine. Ja. Komme ich nicht so mit zurecht, ist mir zu klobig beim Anpacken und das Handling ist mir zu klobig. Und ich komme wirklich mit der Maslenz am besten klar. Immer noch mein Favorit, immer noch die 1 unangefochten, aber die Fold ist der Lenzer nicht auf den Fersen. So. Das war's auch schon. Ich hoffe, das kleine Feedback hat euch gefallen. Wie gesagt, Kaufoption ist auf jeden Fall eine Option. Fehlen, ja. Einfach weil du die verschiedenen Strokes, dass du einstellen kannst. Aber ansonsten wartet noch ein bisschen ab, bis ihr vielleicht Ersatzakkus mitbestellen könnt. Dann seid ihr bestimmt glücklicher mit der Maschine noch als wie jetzt. Das ist aber geil. Ansonsten bleibt einfach bei eurer Maslenzer noch ein paar Tage und dann gönnt euch, wenn die Ersatzakkus da sind. In diesem Sinne, haut rein, bis demnächst. Ciao.